nicht interessieren hat, zu interessieren hat. Du hast mit jemandem geredet, natürlich deine Telepathie, du hast telepathische Fähigkeiten, was sagen die? Das geht dich nichts an, aber sie wissen, dass ich diesen Körper nicht kontrolliere. Super, großartig, wenigstens wirst du nicht verbannt oder geschmolzen oder was auch immer. Das ist wahr. Wow. Freund, ich freue mich für dich. Du freust dich über mein Glück, aber ich bin dein Feind. Du siehst mich auch als Freund, wie Magneto und Xavier, richtig? Ja, endlich fängst du an, es zu begreifen. Sieh mal eine an. Oh Gott. Bei allen Captains von Star Trek, was ist das für ein Ort? Wir befinden uns im Turm der Magier. Hier musst du deinen Verstand einsetzen, um die Zauberer zu besiegen. Zerstöre alles. Vor allem die fliegenden Augen. Sie setzen Verlangsamungszauber ein, die dich behindern. Du musst dich mit den blauen Zauberern vorsehen. Ihre Macht liegt im Frost. Geh nicht zu nah an sie ran. Ihr gefrorener Atem wird dich sonst einfrieren. Sera, all diese Hilfe, einfach so keine Tricks? Nein, nicht dieses Mal. Warum diese drastische Veränderung? Willst du meinen Tod nicht mehr? Behandelst du mich wie einen Freund? Nonsens, ich befolge nur deine was? Nichts, vergiss es eben, was ich eben sagte. Deine Befehle? Es ist das? Du führst nur Befehle aus? Diese telepathische Konferenzanruf vor einer Minute war ein Befehl, mir zu helfen? Ja. Wow, warum? Ich soll dich vor den großen Lord bringen. Im Ernst, warum? Ich kenne die Gründe nicht. Vielleicht will er dich eigenhändig töten oder es ist eine große Ehre, durch die Hand eines mächtigen Wesen für ihn zu sterben. Dein Meister will also, dass du mich zu ihm bringst. Und wo ist er genau? Oben in diesem Turm. Nun, Sarah, lassen wir deinen Boss nicht so lange warten. Ach du Scheiße. Oi. Herrlich. Irgendwie lustig. Stört mich jetzt wenig, dass sie mich so einfrieren. Oh, ist die Musik geil. Ist das ein geiler Ort. Ein geiler Ort hier, ey. Er hat mich eben gestört, dass ich mich so weggeportet habe. Das hat mich jetzt mehr gestört. Wo hier kann ich Gatchan wieder einsetzen? Schon mal in die Richtung gehen würde. Ja, wunderbar. Ich mag ihn nicht. Ach, der holt sich einfach diese Dinge wieder. Toll, warum mache ich die dann überhaupt kaputt? Gatchan wird mir hier richtig schön viel. Okay. Und weiter geht's. Oh nein, nicht feuchte Hände. Bitte nicht. War ja klar. Dankeschön. Oh, jetzt geht der Ätz wieder los, ey. Jetzt kämpfe ich auch nicht gegen die... das vergessen. Oh, ich hol's ab. Tschüss. Mit feuchten Händen kann man nicht kämpfen. Solltet ihr wissen. Alle des Wahnsinns.
vergiftet. Dieser Raum ist irgendwie noch dunkel. Damn fuck, ey. Das ist die verdammte letzte Fackel. Stats. 93 erkundet, 96 beleuchtet. Das wohl doch, wird es noch nicht richtig angezeigt, keine Ahnung. Bitte zeigen. Gutschein einsetzen. Das. OMG. Ein riesiger Wackelpudding. Riesiger Wackelpudding. Und weiter geht's. Ja, ich muss den kleinen Cut machen. Wir haben nur einen kleinen Smalltalk mit Seratul gemacht, aber ich glaube mal, der kommt sogar noch, weil der hat das hier noch gar nicht gesaved. Ja, der hat es nicht gesaved. Ich hatte so ein kleines Speicherproblem, ich weiß jetzt nicht, woran das lag. Deswegen ist es ein bisschen seltsam. Ein bisschen unschön, aber egal. So schlimm ist das jetzt nicht. Ich muss das eben nochmal kurz alles neu machen hier. Wie gut, dass dieser wichtige Dialog nicht... nein, da gehen wir noch nicht hin. Wir wissen nämlich, wo das jetzt hinführt. Und da wollen wir noch nicht hin. So, hier. Und jetzt kommt der Dialog nochmal. Erzähle mir etwas über diesen Seratul. Ich will wissen, wem ich mit diesem Tragen des Namens ehre. Es war ein Protoss, eine intelligente weiße Rasse, die in den Sternen lebte und die Ehre über alles stellt. Aber aus irgendeinem Grund konvertierte er zu einem dunklen Templer und wurde auf einem Planeten namens Shakuras verbannt. Ich spüre Gemeinsamkeit zwischen unseren Geschichten. Vielleicht du warst jemand von irgendeiner Rasse und wurdest in einen Wesen der Dunkelheit umgewandelt, einen Schatten. Und er kehrte nie zurück und nahm Rache, doch er kehrte zurück, aber um dem Protoss zu helfen. Er bot sein Leben denen an, die ihn ablehnten und verbannten? Ja. Aber wie ist das möglich? Weil er, obwohl er ein Wesen der Dunkelheit und verbannt war, sein Herz edel war und er seine Versprechen, die er einst seinem Volk gab, nicht brechen wollte. Ich frage mich, ob du jemals einen deiner Leute töten musstest, wenn sie die Burg betraten. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, wer meine Leute sind. Ich habe keine Erinnerung. Aber wenn du es wissen würdest, würdest du ihn töten? Ich würde. Es ist meine Aufgabe, diese Burg zu beschützen. Verstehe nun, ich denke, du solltest nicht. Dummer Mensch, wie kannst du es wagen, zu meinen, es besser zu wissen als ich? Weil dein Hochmut dich blendet, du ignorierst die Realität. Nur weil du sie nicht magst. Okay. Das war das Gespräch.
Feuermagier. Dagegen habe ich nichts vorbereitet. Gut, egal. Sokatschan sich um die kümmern. Ah, herrlich. Scheiter. Alter, das gibt's doch nicht. Meine Fresse. So. Hoch. Hier lang. Alter. Soll er die alle verbrennen, ey. So. Super, er hat mein Gadget schon weggeportet. Tragisch. Ob es hier noch einen reinen Geist gibt? Ich glaube nicht. Nope. Gibt es nicht. War mir aber auch klar. Weil beim letzten gab es schon keinen, da habe ich gedacht. Wird es bei diesem auch keinen mehr geben. Und ich werde, um da weiterzukommen, denke ich mal, Gegner hier bekämpfen müssen, alle. Das ist total tragisch. Wo ist mein Quelliger? Ach, da. 6. Gut. Warum kann ich mich nicht bewegen? Ach, weil ich im Inventar rumkomme. Kein Wunder. Glück, dass ich das scheiß Ding fallen gelassen habe. Ja, Feuerwesen kann ich nicht töten. Auch super. Koldax. Da brauche ich dich. Töte die. Töte die doch, Mann. Alter, Koldax. Willst du mich verarschen? Muss ich mal nützlich. Ich will mir nicht immer hinterher. Ich bin lustig, Alter. Geht doch. Super, Kollaps ist tot. Na, das hätte ich ja gar nicht gebraucht. Aber egal, gut zu wissen.